Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch heute Clash of Chefs VR und das mit der Valve Index, die Steam VR-Version habe ich jetzt für euch getestet. Das Ganze gibt es aber auch auf der Quest und kostet im Oculus Store 19,99. Im Steam VR Store kostet es 16,79. Ich kann euch die Seiten jetzt leider nicht zeigen, weil ich momentan Internetprobleme habe. Deshalb muss ich ein bisschen improvisieren. Aber ja, das so als Info. Clash of Chefs VR ist halt ein Game, wo wir ja Menüs zusammenstellen. Wir arbeiten in einem Restaurant. Es gibt einmal ein amerikanisches Restaurant, ein italienisches, ein japanisches und ein mexikanisches. Also vier Restaurants gibt es, wo man unterschiedliche Menüs zusammenstellen muss. Und das teilweise sehr, sehr schnell. Ja, je nach Level wird es immer schwieriger und die Zutaten, die man benutzen muss, werden immer mehr. Und ja, mir hat es echt Spaß gemacht. Ja, gibt es ja sowas wie Kitchen Island VR, haben wir ja auch schon mal gezockt, sogar mit dem Entwickler. Da werde ich definitiv bald auch nochmal ein Gameplay zu zeigen, weil es da ein großes Update gab. Aber ja, heute erstmal Clash of Chefs VR und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu lange hier rumreden, gehen wir einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen im Hauptmenü von Clash of Chefs VR und ja, hier sind wir in unserem ja, kleinen Restaurant. Und hier sehen wir auch unsere Kellnerin, die hoffentlich die, ja, die Mahlzeiten, die wir zubereiten, relativ schnell zum Kunden bringt, damit der glücklich ist. Und ja, fangen wir hier mal an. Im Menü können wir uns die Kellnerin anpassen, so wie wir die haben wollen. Wir können aber auch sagen, nö, wir möchten jetzt hier einen Kellner haben. Ich habe mich für eine Kellnerin entschieden. Und ja, da kann man erstmal den Körper einstellen. Man kann den Kopf sich auswählen. Also Kopf ist, ja, die Wangen ändern sich ein bisschen, die Nase ändert sich ein bisschen, also es ist jetzt nichts Besonderes vom, ja, vom Look her, sage ich mal. Kann man den Hautton kann man noch ändern, wie man möchte. Und dann haben wir noch Augen. Kann man so machen, wie man möchte. Kann man auch noch sagen, welche Farbe das haben soll, die Augen haben sollen. So, wir machen einfach mal Giftgrün, Haare. Ach komm, machen wir so. So ist doch cool. Blaue Haare? Nee, rot passt besser zu den grünen Augen. Okay, da wären wir schon mal. Dann haben wir einmal den Einzelspielermodus und den Mehrspielermodus. Da ich momentan kein Internet zur Verfügung habe, muss ich leider den Einzelspielermodus zocken. Gucken wir uns mal ganz kurz die Optionen an. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Höhe einzustellen. Die Höhe kann man aber auch hier einstellen, braucht man nicht für ins Menü gehen, kann man jederzeit anpassen. Sehr gut mit dem ja, Trigger einmal halten und schon kann man hier die Höhe anpassen, wie man möchte. Man kann einmal die Position zentrieren, wo man im Raum in der Mitte steht. Dann ändert sich das Ganze hier und ja, ich habe das jetzt auf meinen Platz hier so ein bisschen angepasst. Dann haben wir einmal Tutorial. Berührungsempfinden. Wir können die Sprache ändern. Ja, da haben wir hier ganz, ganz viele Sprachen zur Verfügung. Das Menü ändert sich dann auch direkt. Und ja, hier kann man Musik ein- und ausschalten, Soundeffekte ein- und ausschalten. Wir lassen aber alles an. Und ich würde sagen, gehen wir mal in den Einzelspielermodus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in welchem Restaurant möchten wir arbeiten? Einmal ein amerikanisches Restaurant, wo halt mehr Burger gemacht werden, oder italienisch, wo es Pasta, Pizza gibt. Ja, japanisches Essen, sowas wie, ja, wie heißen diese tollen Rollen nochmal? Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Dann haben wir hier Burritos. Aber hier steht es auf Sushi-Röllchen, genau, ich kann nicht auf Sushi. Dann haben wir einmal hier mexikanisch, wo man Burritos machen kann, Tacos und so weiter und so fort. Ich zeige euch alles mal im Groben, sage ich mal, dass wir alles mal jedes Restaurant mal durchhaben. Und wir fangen an bei amerikanisches und ihr seht hier, man schaltet hier mehrere Level frei und natürlich wird es dann relativ hart irgendwann. Das hielt sich jetzt noch in Grenzen, 1, 2, 3, da wird ein bisschen erklärt, wie macht man Burger und so weiter. Und ist noch relativ einfach gewesen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal da an. Und mal schauen, wie ich dann klarkomme. Und ich bereite mir schon mal hier was vor. Meistens sind es dann doch Burger, die man machen muss. Dann kann man hier schon mal die Burger braten.
Jetzt kriegen wir hier gleich gesagt, wie es aussehen soll. Okay, er will hier so, zack. So, so, so. Das sind wir schon damit auch fertig. So, jetzt haben wir hier Käse, Burger, Käse, bam, ready. Jetzt kommen wir wieder hier. Wir müssen uns hier mal so einen, schon fertig. So, 4 waren sehr glücklich, 2 waren einfach zufrieden. Können wir mit leben, oder? So, können wir auch so einen Burger essen? Wir probieren mal. Weg. Okay. Das ging jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Wir probieren einfach mal ein bisschen aus. Ah, guck mal, wenn wir jetzt hier Gurkenscheiben noch brauchen nachher. Kommt natürlich auch noch dazu. Zack, 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 zack. Und nicht in die Finger schneiden. Kann man auch selber O-Saft trinken? Wir probieren mal. Da gibt es auch noch halb und voll. Okay, das ist ja natürlich krass. Okay, machen wir nächstes Match. Mal gucken, wann wirklich was anderes dazu kommt noch. So, hier müssen wir uns immer die Burger drauflegen am besten. Fertigen Burger. So. Aber wir gehen mal hier in die Produktion. Wenn die hier wieder mit ihren Doppelwoppern kommen. Komm, wir machen einfach mal. Wir wollen den Kunden ja zufriedenstellen, ne? Und Vorbereitung ist natürlich alles hier, ne? Dann müssen wir auch schnell sein. Zack. Fertig. Dann haben wir hier ein ganz einfaches Ding. Komm, schnell, schnell. Natürlich kann man das im richtigen Restaurant nicht so machen. Dann werden die Burger natürlich kalt. Aber wir gehen hier in Vorproduktion. Das passt. So, 6 glückliche Gesichter haben wir hier. 6 glückliche Kunden. Die Kellnerin hat wahrscheinlich Trinkgeld bekommen. Also alles gut. Machen wir hier noch eine Runde, würde ich sagen. Da kommen die Burger wieder drauf. So, was haben wir hier? Ketchup. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Brauchen wir einen mit Senf. So, hier steht immer, welcher dann als nächstes bedient werden soll. So, das brauchen wir jetzt nicht gerade, das Tutorial. Und hier haben wir den Balken. Wenn der dann halt ins Rote geht, hörst du jetzt auf. Dann ist der halt unglücklich, der Kunde, und bringt uns allen nix. Bringt uns nicht weiter. Boah, die Kellnerin muss ja richtig arbeiten. Oh, der ist schlecht. Oh, die sind schlecht. Okay, müssen wir neu machen. Warte. Warte, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, jetzt haben die, also okay. Die werden auch schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht zu wissen. Kundschaft kommt. Kommt immer wieder. Nein. Okay, weg. Kann man die damit auch bewerfen? Wie geil ist das denn? Okay, gehen wir zum Menü.
weil wir haben hier gerade echt viel Mist gebaut, wie ihr seht, und wir müssen zum nächsten Restaurant. Und jetzt gibt's nach Don Luigi. Oder Don Zitrone? Wer weiß. Ab nach Don Zitrone in seinen Laden. Okay, hier bereiten wir auch wieder alles vor, soweit. Hier haben wir Käse. So, dann will er eine mit Schinken. Eine mit Ei. Ei. So, Salami. Fertig. Zack. Fackeln wir gar nicht lange hier. Salami. Die haben wir falsch. Weg damit. Nächste. Boah, die ist schnell. Die Pizza ist schnell fertig. So, jetzt haben wir zweimal Fungi. Zweimal Fungi. Kommt sofort, Leute. Boah, dreimal Fungi. Was ist denn jetzt los hier? Oh, schon. Guck mal, kann man die übereinander stapeln? Bam, 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 bam. Also die werden dann nicht fertig. Gut zu wissen. Was runtergeschmissen. Also ich mag ja Fungi auch am liebsten. Ne? Also scheinbar sind ganz viele Sebastians unterwegs. Ah, jetzt kommt auch noch das dazu. Okay. Okay, welche denn? Welche, welche? Okay. Nudeln mit Tomatensauce. Lecker, lecker. Jetzt Spirellis. Mit Käsesauce, okay. Auch geil, man würde ja natürlich eigentlich... hier zwei von denen reinmachen. Oh, jetzt müssen wir auch noch Pizza machen. Jetzt wird es hier stressig. Also man würde nicht nur einen Löffel für Tomatensauce und Käsesoße benutzen. Aber gut. Macht man hier scheinbar so. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, neu. Ach, okay. Die kommen weg. Na, die werden wir nicht alle zufriedenstellen können. Jetzt müssen wir uns aber um die Nudeln kümmern. So, komm. Können wir noch gleichzeitig eine Pizza hier. So. Mit Käsesoße, bitteschön. Einmal Käsesoße. Zwei Pizzen. Oh, Mist. Okay. Da war ich nicht schnell genug. Okay, Spirellis. Die packen wir hier hin. Da müssen wir noch. So. So, mit Nudeln, mit Tomatensauce. Pizza Fungi kommt sofort. Noch ein bisschen Geduld, Leute. Noch ein bisschen Geduld. Ach, Nudeln, kein Problem. Hier. Für die nette Dame da hinten. Einmal Nudeln. Oh, wir haben einen Kunden verloren.
Ah Leute, ich bin neu im Geschäft, ja? Ich bin komplett neu, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, Spirelli-Nudeln. Und nochmal. Nochmal Spirellis. Spirelli mit Käsesoße. Okay, hier, bitteschön. Spirellis mit Tomatensoße. Die Hälfte fällt runter, ist auch immer gut. Gutes Zeichen. So, Fungi. Fungi wird gemacht. Kommt sofort. Und eine Salami. Und dann haben wir wieder Nudeln mit Tomatensoße. Hier, bitte. Pizza-Salami kommt. So. Oh, die wär fast um gewesen. Da hätte nicht mehr viel gefehlt. Boah, also wenn die nicht glücklich sind, da weiß ich auch nicht. Jetzt kann man nochmal hier. Puh. Schmeckt's, Madame? Wäre noch cool, wenn die jetzt auch essen würden, ne? Aber gut, man will nicht zu viel verlangen. Fungi. Und Käse. Lecker, lecker, lecker. Na komm. Schinken, Fungi. Rein in den Ofen. Ja, direkt noch was vorbereiten. Scheint gut zu laufen heute. Ah, voll Haus hier. Eine Schinken-Fungi, okay. Schinken-Fungi. Kommt sofort. Nudeln. Nudeln sind immer gern gesehen hier. Kein Problem. So. Nicht ganz stilgerecht, aber. Gehen wir auch noch hin. So. Au. Oh, das werde ich abgezogen bekommen. Von meinem Gehalt. Oh, ja, da halt Splitter da drin. Ist nicht so schlimm. O-Saft. O-Saft kommt. Komm, ist gut. Aber es ist gut, dass ihr immer mal gesagt, was fehlt, ne? Das war's. Also Don Zitrone könnte echt nicht stolzer sein auf uns. Und deshalb gehen wir zum nächsten Laden. So, jetzt gibt's immer hier so Reis. Oh, jetzt gibt's auch noch Nudeln in dem. Okay. Ist natürlich gut, dass es jetzt hier so eine Dings gibt. Zack. Da kommt dann noch sowas hier drauf. Und ein Ei. Ich hoffe, das stimmt. Okay, stimmt sogar. Okay. Sushi mit das und zack. Schiffchen. Messer, zack, 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 zack. Komm. Wieder Nudeln, okay. Jetzt müssen wir aber direkt hier, mach mal direkt mal richtig, oder? So, mit dem hier. So, rein damit. Dann kommt hier sowas. Unten wieder ein Ei, es scheint sehr beliebt zu sein.
So, jetzt müssen wir uns wieder hier Spinatblatt oder Algenblatt eher gesagt. Gurke, Karotte. So, wieder. Na komm. Nicht kaputt machen. Algenblatt, das, Schrimps, Gurke, Rollen, fertig. Okay, nächste Runde. Machen wir schon mal so ein bisschen hier, wa? Na, guck mal. Gar nicht so verkehrt. Wollen Sie hier Fisch und Ei bei haben, ne? Glaube ich zumindest. So, Nudeln wieder kochen. Hier so ein, keine Ahnung, was das ist, ein Fleischstück. Ja, zack, 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 zack. Stressiger Alltag hier. Oh Gott. Ich bin der Meister vom Sushi, Mann. Frisches Sushi immer hier. Nudeln, alles. Hier gibt's alles. Die Physik könnte ein bisschen besser sein. Aber war eigentlich gar nicht so schlecht. Zack, zack, zack. Und rollen. Das ist ja ganz gut. Jetzt haben wir das schon mal fertig. Kommt das noch drauf, das drauf, zack. Da soll ich mal ein bisschen beeilen. Kellnerin jetzt. Das geht doch nicht. Oh, jetzt kommt hier aber richtig was drauf. Ja, komm. Jetzt kommt hier richtig was drauf. Das kommt drauf, das und Avocado, glaube ich, ist das. Immer frisch zubereitet hier, ne? Wie ihr seht. Zack, und ein Ei. Das ist es bestimmt gewesen, oder? Ich würde mich gerne sehen, ob das da hinten auch leer wird. Sei zufrieden.
Na komm. So. Kommt hier das. Zack, zack. Will mal einer Nudeln bestellen vielleicht? Ja, guck mal. Und ein Ei. Nudeln haben wir schon fast in Perfektion. Jetzt haben wir das hier und das. Zack. Na. Ein Ei kommt immer rein, ne? Ein Ei kommt immer rein. Oh, jetzt wollen sie noch einen Tee. Jetzt wollen sie noch einen Tee. Okay. Kein Problem. Tee kommt sofort. Und ein Ei. Hier, bitteschön. Shrimps. Zack. Ein Tee kommt natürlich. So, zack, zack, bam. Kein Ei rein. Ein Tee noch. Da kommt wieder ein Ei. Zuckerei. Braucht man nicht. Ja, so ist es beim Asiaten um die Ecke. Und würde ich sagen, gucken wir uns nochmal das Japanisch, das Mexikanische an. Burrito, Baby! Mach mir scharfe Soße auf mein Burrito. Man soll es einzeln machen, aber wir machen einfach mal alles zusammen, umklappen, auf den Teller und fertig. Oh, jetzt kommt hier so, Käsesoße drauf. So, wir machen alles hier fertig. Zack. Na komm, umklappen. Da kommt ein Teller. Ja, die sind fertig. So. Schön Käsesoße drauf. Okay, die waren für den anderen. Ich hätte Tomatensoße nehmen müssen. Jetzt haben wir den hier. Den. Das müssen wir uns aber hier beeilen, du. Zack, zack. Und Tomatensoße. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, ob das Kartoffeln sein sollen. Aber das war doch schon mal gut. Also die habe ich noch nicht zubereitet. Weiß ich nicht, wie die gehen. Die schon. Zack. Käse. Ja, schön. Muss schön klebrig sein. Was war denn hier noch? Bestimmt so eine Limonade, ne? Zack.
Zack. Gucken wir gleich noch kommt. Da kommt bestimmt noch irgendwas dazu. So, jetzt noch Käsesoße schön drauf. So. Jetzt können wir hier wieder so ein mit Käse. Tomatensoße. Schön fettige Käsesoße drauf. Beeil dich, komm, zack, zack. Ran hier. Ja, bis am Lächeln, ne? Okay. Da, 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 da. Auf Nachos hätte ich jetzt auch Bock. Was kann man denn hier rein tun? So? Ah, guck mal. Hier könnte man jetzt auch hier so schön. Ah, geil. Ich kann es leider nicht essen. Mal schauen, was jetzt noch. Ah, guck mal, da kommt jetzt was dazu. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Let's go! Was hat mit dem Löffel? Das stört mich aber echt. Muss ich sagen. Aber wie ihr seht, wird immer alles schwieriger. Zack, zack. Noch ein paar Nachos. Also das Spiel stelle ich mir eigentlich auch cool vor, wenn man zusammen hier einer macht Kellner, einer ist an der Theke. Könnte es ganz witzig werden. So, jetzt wird es hier schon. Bisschen komplizierter. Aber auch kein Problem für uns. Burritos machen wir schon seit 20 Jahren. Kann uns fast keiner das Wasser reichen. Kann ich jetzt hier eigentlich auch schon mal Käsesoße? Nee, das geht nämlich nicht. Hier, noch mal ein bisschen scharfe Soße. Komm, machen wir noch mal hier. Bestellung. Okay. Ist blöd, die hat zu viel früher bestellt und kriegt jetzt als
Letztes hat Essen, aber wir kommen trotzdem klar hier. Ja, hier kann man jetzt nicht so viel vorbereiten, aber man weiß ja nie, was sie da jetzt drin haben wollen. Klar, man kann immer mal wieder so eine Packung oder einen Teller Nachos machen. Aber hier weiß man nie, was die drauf haben wollen. So. Kann man schon mal machen, so. Dann kommen wir hier wieder mit Kartoffel oder Würstchen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Na komm. Na, kommst du. Ja, Burritos. Ich weiß gar nicht, ob das Burrito oder Tacos sind. Wo der Unterschied ist. Ich glaube, das sind Burritos. Das andere sind Tacos, oder? Nee, das sind Tacos. Das sind Burritos. So war's. Jemand? Ah, okay. Ja, Leute, ich will sagen, das war's erstmal hier. Also, echt witziges Game. Ich denke mal, mehr Spieler, so PvP-mäßig ist das noch witziger. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja einer hier wirklich die Leute bedient, auch die Bestellungen angibt und der andere hier wirklich kocht. Wäre auch mal was anderes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ja, neue Videos gibt, Livestreams und so weiter und so fort. Und ja, ich danke euch fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.